Da ich mich schon einige Male im Wald verlaufen habe, bin ich heute wieder draußen unterwegs, allerdings dieses Mal mit einem Navigationsgerät. Das hier ist das Garmin E-Trex 32X und ja, schauen wir mal, ob ich mich damit auch verlaufe. Und gleich zu Beginn, das wird keine genaue Bedienungsanleitung, wie das Ding funktioniert oder so, dafür gibt es genug andere Videos, sondern das soll einfach nur für mich ein Test sein, wie es mir geht dabei, ob ich meinen Zielpunkt finde und ob ich auch das Auto wieder finde. Zielpunkt ist, so wie letztes Mal, diese Wasserquelle, die ich da gefunden habe, und Startpunkt hier direkt beim Auto und das Wetter, wenn sich das anschaut, einfach perfekt heute für so einen Test, denn es ist absolut nebelig. Und außerdem starte ich an einem Punkt, an dem ich noch nicht gestartet bin. Und jetzt schauen wir uns einmal das Navi an. Ich glaube, das allererste, das ich machen muss, ist hier am Navi einfach einmal den Wegpunkt setzen, also meine aktuellen Zielkoordinaten. Das heißt, ich gehe auf Wegpunkt. Meine aktuellen Startkoordinaten habe ich gemeint. Ich nenne das beim Hinweis einfach jetzt einmal, beim Hinweis nenne ich das Ganze einmal Auto. Denn hierher muss ich ja später auch wieder herfinden. Auto. So. Und fertig. Und fertig. So, ich hoffe, dass das gespeichert ist jetzt. Dann gehe ich auf meine gespeicherten Wegpunkte. Ich habe mir zu Hause über Google Maps den Ort rausgesucht, wo ich hin möchte. Und den habe ich mir auch gespeichert. Das muss das hier sein. So, zack. Und hier sage ich dann Go. So, und dann müsste das eigentlich bald funktionieren. Dann gehe ich auf Back und so viel ich weiß, also ich kenne mich damit nicht gut aus, sondern ich teste das selbst das erste Mal hier auf den Kompass und er zeigt mir den Weg hier an, in welche Richtung ich ungefähr gehen muss. Und falls ich den Wegpunkt richtig gesetzt habe, so, im Moment sagt er in diese Richtung. Na dann, nein, in diese Richtung. Okay, jetzt passt es. Jetzt hat er sich eingependelt. Dann gehen wir mal los in diese Richtung. Es könnte also eine Art Straight Line Übung werden, was ja auch nicht schlecht ist. Das ist einmal ein richtig cooles Video, weil ihr seht so gut wie gar nichts, wenn ich da von der Natur was filme. Aber macht ja nichts. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass man hier am Rucksack das Navi bei sich hat und nicht, zumindest für den Kopf gibt es einmal ein bisschen Sicherheit. Schauen wir mal, wie sich das Teil jetzt in der Praxis schlägt. Ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung und schauen wir, ob wir beim Ziel ankommen oder nicht. Ich werfe wieder mal einen Blick drauf, ob ich nicht irgendwie falsch gehe. Schaut ganz gut aus, die Richtung im Moment. Also, und er zeigt mir auch schön die Meter an. Also ihr seht, ich habe mir extra ein Ziel ausgesucht, das nicht allzu weit weg ist, da ich ja weiß, wie schwer Straight Line sein kann. 250 Meter scheinbar noch bis zum Ziel. Falls ich natürlich die Koordinaten richtig eingegeben habe. Man sieht nicht viel, nur ganz, ganz wenig. Unglaublich.
Also vom Gefühl her, glaube ich, sieht man, keine Ahnung, 50 Meter weit, so irgendwie. Ist auch eine andere Art von Abenteuer wieder für mich. Habe ich auch noch nie gemacht, im Nebel einfach so drauf losgehen, mitten rein in die Nebelsuppe und sich auf ein technisches Gerät verlassen, bei dem man sich nicht wirklich auskennt drauf, sondern nur die notwendigsten Basics kennt. Schauen wir, in was dieses Video wieder ausartet. So, und da vorne tauchen jetzt langsam Büsche auf, was ein gutes Zeichen ist, denn soviel ich weiß, das letzte Mal beim Ziel, da waren auch Büsche und dann ist es runtergegangen in diesen Graben, in den ich möchte. Schauen wir mal, ob wir da richtig sind. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob man überhaupt was sieht auf die Aufnahmen vom Ding her. Schauen wir mal. So, da ist auf jeden Fall ein Weg. Ich gehe mal jetzt einfach hier den Weg entlang. So, das Navi sagt mir, mein Navi sagt mir in diese Richtung. Leute, was soll ich sagen? Das war eine Punktlandung, weil genau da unten, ich zeige es euch ein bisschen näher, so, genau da unten ist das Wasser, das ich das letzte Mal entdeckt habe. Ja, man sieht es halt jetzt leider überhaupt nicht gut, aber es war eine Punktlandung, das heißt, für mich hat einmal die erste Navigation funktioniert. Boah, da runterklettern ist auch lebensgefährlich. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera. Aber da geht es so steil runter. So. Keine Ahnung. Aber ich bin herunten. Und aber genau beim See bin ich rausgekommen. Bei den Koordinaten, die ich eingestellt habe. Nachdem es gestern geregnet hat, ist da sehr, sehr viel Wasser drinnen. Aber ich bin herunten. Hier sind auch einige Tierpfade. Einige Tierspuren, wenn sich das anschaut. Das heißt, hier sind sicherlich auch Tiere unterwegs, was ich cool finde. Klar, in der Nähe von Wasser. Das Einzige, was mich bei diesem Wasser wirklich stört, schaut euch das an. Es ist ein komplett stillstehendes Gewässer. Und da meine Frage an euch. Würdet ihr da raus trinken? Im Notfall wahrscheinlich schon, aber so? Ich weiß es nicht. So, Ankunft sagt er, ich bin angekommen. Also ganz, ganz perfekt eigentlich das Ganze. Cool. Von meinem mit dem Navi angepeilten Zielpunkt bin ich zwischenzeitlich geflüchtet, kann man sagen. Warum ich geflüchtet bin, ich verlinke euch das oben im Video, da setzt es dann ganz genau, warum ich geflüchtet bin. Und ja, ich bin jetzt irgendwo im Nirgendwo, aber ich habe ja mein Navi und ich hoffe, dass mich das Navi jetzt auch wieder zum Auto zurückbringt. Schauen wir mal. Was mich bei dem Navi heftig stört, ist, wenn ich auf Karte gehe, dann zeigt er mir zwar den Punkt an, also hier den Pfeil, wo ich bin, aber keine Ahnung, er zeigt mir die Karte nicht an, er lädt mir die Karte nicht. Entweder braucht das urlange zum Laden, ich weiß nicht, was da das Problem ist, keine Ahnung, aber gut. Ich brauche die Karte jetzt im Moment nicht unbedingt zum Navigieren, weil ich habe mir ja einen Wegpunkt gesetzt.
nämlich den Wegpunkt Auto, hoffe ich zumindest. Das hier wahrscheinlich, das müsste ja sein. Auto, genau. Und da sage ich jetzt einfach Go. Und dann, glaube ich, brauche ich nur wieder auf den Kompass gehen. Und der müsste mir dann die Richtung anzeigen, in die ich gehen muss. Okay, so weit weg vom Auto bin ich scheinbar gar nicht. Und die Richtung, ja, Richtung zeigt er mir jetzt auch an. Richtung, sagt er, ja, ungefähr in diese Richtung hier. Also, auf geht's. Karte wäre halt super, wenn man sehen würde, weil dann würde man auch Wege sehen und so weiter vielleicht. Und dann würde man sich um einiges leichter tun mit Orientieren. So bekommt man halt einfach nur die Himmelsrichtung angezeigt, in die das Ziel, in der das Ziel ist. Was das Ganze dann theoretisch zu einer Straight Line Übung machen würde. In meinem Fall würde das heißen, da quer durchs Gemüse. Und Straight Line habe ich heute garantiert keinen Bock. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach den Weg entlang und ich hoffe, dass ich so dann natürlich richtig gehen werde. Ja, also die Richtung, ungefähr sind wir in der Richtung unterwegs. Es sind wieder mehr Kilometer geworden ein bisschen, weil ich halt ein bisschen diese Büschung jetzt doch umgangen bin. Aber theoretisch schaut es gut aus. Wir sind auf dem Weg und die Richtung stimmt, würde man sagen. So, schwere Entscheidung. Da vorne, glaube ich, geht es um die Ecke rum. Das Navi sagt mir, links abbiegen, da wird es links reingehen. Was machen wir? Ich glaube, ich schaue da vorne noch um die Ecke rum, weil dieser Weg hier eher nach Hauptweg aussieht, sagen wir es einmal so. Und dann schauen wir weiter. Falls nicht, gehe ich halt da zurück und fertig. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin der Einzige, der es wirklich schafft, sich draußen selbst mit einem GPS-Navigationsgerät zu verlaufen. Das musst du mal schaffen. Ich glaube, es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, denn da vorne geht es links runter und in diese Richtung weiter, genau in die Richtung, in die ich möchte. Ja. Mal ein kurzes Fazit zum Navigieren, so nur mit Kompass auf dem Garmin E-Trex 32. Es ist geil, weil man immer eine Richtung hat, auf jeden Fall, in die man muss. Und trotzdem hat man auch so ein bisschen ein Abenteuer-Feeling dabei, weil man trotzdem immer wieder die richtigen Entscheidungen treffen muss. Gehe ich den kleinen Weg, bleibe ich auf diesem Weg? So Straight Line, 500 Meter, was er mir vorher angezeigt hat. Ich bin jetzt sicher schon wieder 20 Minuten oder so unterwegs und es sind immer noch 500 Meter. Aber einfach, weil man nicht Straight Line teilweise gehen kann oder eben will. Und da muss man halt damit rechnen, dass aus 500 Meter schnell einmal ein paar Kilometer werden. Aber macht nichts.
Ja, schaut ja gut aus. Der Weg ist genau auf der Linie. Passt, also dem Weg folgen. Schauen wir. Noch 440 Meter. Wenn wir jetzt auf einem Weg sind, wo die Richtung passt, schaut es auch so aus, dass die Meter schon langsam weniger werden. Ja, 420 Meter. Super. Laut Navi noch 250 Meter vom Auto entfernt. Dann schauen wir mal, das müsste ja dann irgendwo zum Sehen sein, wollte ich gerade sehen, sagen. Und da vorne sehe ich es auch tatsächlich schon. Super. Ich bin jetzt noch gespannt, wie genau mir das Navi das zeigt, aber es müsste ganz, ganz genau sein. Ja, und diese Tour ist doch ein bisschen anstrengender geworden, als ich eigentlich gedacht habe. Und während ich euch die letzten Meter, und zwar die letzten 150 Meter bis zum Auto in Zeitraffer zeige, könnt ihr die Zeit kurz nutzen und einmal unten kurz auf Liken drücken und auch auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Navi sagt noch 44 Meter bis zu unserem Ausgangspunkt. Keine Ahnung, ob das stimmt mit 44 Meter, aber es ist mir auch relativ egal. Ich sehe sie jetzt hier, 20 Meter, 19, 18. Ja. Ankunft, sagt er jetzt. Ja, was werden das sein? Ich schätze mal 3 Meter Unterschied, weil das Auto steht hier und den Punkt selbst habe ich gesetzt nicht auf dieser Seite vom Auto, sondern genau hier an dieser Stelle vom Auto. Da habe ich den Startpunkt gesetzt und dann sind wir da, wenn ihr euch erinnert, in der Früh hat man nichts gesehen, quer in den Wald rein. Ja, falls ihr es vorher nicht gemacht habt, jetzt spätestens dürft liken, abonnieren und in diesem Sinne, ciao, Gagau.